Hallöchen und herzlich willkommen zur weiteren Folge hier bei Let's Play. Ich wollte schon Shadow of the Tomb Raider sagen, aber wir spielen natürlich Assassin's Creed Odyssey. Mein Name ist Diefen83 und wir werden jetzt die Insel weiter erkunden und dann natürlich auch ein bisschen weiter in der Hauptquest weiter vorankommen. Das waren sehr viele Weiters in einem Satz. Aber so muss das sein. Oh lol, verstecktes zu gucken. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Okay. Warte, wir können ja eigentlich mal Leute scouten. Vermute mal, das hier ist unser Ziel. Mapas Schläger. Wer bist du? Auch ein Schläger. Ja, ich würde sagen, wir gehen da aber trotzdem rein, wa? Ja, dann hat er da einen Hund oder was? Das war eigentlich, hat das ziemlich gut geklappt. Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Also offensichtlich können wir uns hinter Leute teleportieren, aber das ist, glaube ich, etwas zu OP. Okay. Alles klar. Da sehen wir uns doch. Wieso darf ich denn jetzt da nicht angreifen? Reicht das jetzt? Okay, na da komm. Oh Lord. Sehr schön. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Oh lol. Ist das eine Waffe? Wie ich bereits sagte, das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich bin gerade etwas überrascht von mir selber. Okay, wir haben ein wildes Tier, ein paar Low-Level-Scrubs, die da rumsitzen. Okay, jede Menge Drachmen. Ein Schatz. Nice. Ja, Banditenanführer ist tot. Verstecktes Zyklopen ist offensichtlich abgeschlossen. Wir können unsere Wege ziehen, ohne dass die anderen jemals was bemerkt haben. Oh, wir sollten gehen. Tschüss. Easy going. Lass mich raten, unser nächstes Ziel ist es, in das verstecktes Zyklopen einzubrechen. Ich meine, ich
möchte ja nicht irgendwelche Vermutungen aufstellen, aber das war ja jetzt schon etwas sehr einfach, oder? Oh nee, stehlen wollen wir hier natürlich nicht. Wer bist du denn hier? Guten Tag. Söldnerin, frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalenia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalenia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Ich weiß, was du meinst. Warte. Kreusa, meinst du, sie könnte uns helfen? Ich glaube schon. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldnerin? Ich habe vor nichts Angst. Immerhin einer von uns. Ein sehr hungriger schwimmt zwischen uns und der Chance, Kefalenia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalenia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Alles klar. Ich weiß, wie es ist, wenn man Kefalenia verlassen will. Wer nicht? Hier gibt es nichts. So viel Gemüse, wie man will. Aber keine Hoffnung. Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Alles klar. Nun gut. Ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief klar. In den Ruinen von Krani im Süden. Alles klar. Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Das ist aber nicht gesund. Okay. Ein Hai für die Überfahrt. Wo ist der Tempel? Im Süden? So. Unter Wasser vor der Küste von Kefalenia. Von Kranoi, ja. Das ist ja da, wo wir gestartet sind. Tempel ist unweit der Insel des Zeus. Okay, Moment. Jetzt muss ich aber doch nochmal gucken. Insel des Zeus. Wo haben wir das denn? Schwarze Magie? Ich weiß es doch auch nicht. Mann, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in Richtung Auge um Auge. Weil ich habe euch ja versprochen, wir werden ein bisschen in Richtung Hauptquest gehen. Aber... dafür werden wir uns natürlich... ups, sorry. Unser Pferd nehmen. Und wie ihr bereits eigentlich seht, das wollte ich vorhin schon angesprochen haben, aber ich habe einige Ubisoft Store Belohnungen eingelöst. Und entsprechend sind wir natürlich jetzt auch ein bisschen besser ausgerüstet. Naja gut, jetzt mal abgesehen vom Bogen. Aber ansonsten sind wir eigentlich hier gut zugange und haben praktisch episches Loot. Ne? Finde ich sehr gut, sieht auch noch schick aus und ist auch nicht zu overleveled. Von daher... ja, finde ich sehr, sehr gut. Wir ziehen natürlich unseren Hut vor Talos Steinfaust. Er ist von uns gegangen. Und lebte, wie er starb. Fallend von einem Dach. Was auch immer das heißen mag. Möchtest du vielleicht einen Zahn zulegen? Danke sehr. Und links abbiegen. Ah, wunderbar. Sprechen wir mal mit Markus und gucken mal, was passiert. Tag, der Herr. Ah, da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Ich habe die Banditen erledigt und der Bogenerin das Holz gebracht.
Ich habe keinen Augenblick an dir gezweifelt. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, meine ungestüme Freundin. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun. Mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Ja. Also raus mit der Sprache. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Marcos. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten, sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein, es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm, bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang. Schleich rein und bring mir das Auge. Eine Schleichmission. Yay. Schön. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Ja, das kriegen wir doch eh nicht hin. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Ja, danke sehr. Warte, das versteckt. Zum Auge, wenn es so wertvoll ist. Moment. Karte. Versteckt des Zyklopen, ja. Sagt, wird es ein eigenes Podest haben. Sieht im Westen des verfluchten Tals von Palais. Okay. Auge sollte im Versteck des Zyklopen sein. Da kommen wir gerade her. War das nicht literally, was ich gerade eben gesagt hatte? Dass unser nächstes Questziel hundertprozentig sein wird, dass wir da einbrechen sollen. Oh Mann. Ja. Wir klettern wenigstens noch hoch, bevor wir Ikarus rufen, oder? Ach, was soll's. Komm. Easy going. Hallo, Auge. Ich sehe dich. Nein, tust du nicht. Da war noch ein Berg dazwischen. Das ist ein Lappen. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Malaka. Das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. Ja, gut, dass wir alle wichtigen Leute, die uns auf den Nerv gehen können, schon getötet haben. Guten Tag. Ah, ein paar Drachmen nehmen wir auch noch mit, komm. Was soll der Geiz? Okay. So. Dann sneaken wir mal zurück. In der Hoffnung, dass die immer noch nichts gecheckt haben. Ja, würde sagen, das war relativ erfolgreich.
Tschüss. Gut, dass wir die alle schon vorher ausgeschaltet hatten. Na komm. Springen. Wuhu. Ach ja, das war, ich weiß nicht, also es war okay, es war jetzt nicht zu schwierig, es war aber auch, also eigentlich war es eigentlich auch nicht schwierig genug, es war eigentlich schon zu leicht. Aber ich meine, da sieht man wieder, vorher Sachen erkunden, zahlt sich halt aus, ne? Weil ich meine, hätten wir die nicht vorher gemacht, wäre das definitiv schwieriger für uns gewesen. So, guten Tag, der Herr. Ah, vorsichtig! Weißt du, wie viele Wachen dort waren? Das alles für einen Stein. Dieser Stein ist mehr wert als ein Haus. Aber trotzdem nicht genug, um den Zyklopen zu bezahlen. Oh, sei nicht enttäuscht. Denk an den Spaß, den wir hatten. Okay. Der Zyklop wird uns töten, Markus. So einfach ist das. Und spätestens da hört der Spaß auf. Es funktioniert, das verspreche ich dir. Würde ich dich anlügen? Soll ich das beantworten? Nimm das Auge, aber verkauf's noch nicht. Niemand wird glauben, dass wir es rechtmäßig erhalten haben. Die wissen genau, wem es gehört. Schön. Besser in deiner Tasche als in seinem Besitz. Ich denke, das reicht für einen Tag. Chere, Markus. Warte, da war ein Boot, das ich noch nie gesehen habe. Und? Es war viel zu gut für diese dreckige Stadt. Das muss der Zyklop mit seinen Freunden sein. Er ist zurück? Du gönnst mir einfach keine Pause, oder? Erledige sie, dann hast du ein Problem weniger. Außerdem sehen diese Fremden so reich aus wie Krösus. Der Zyklop bezahlt sie gut. Und du kannst nur gewinnen. Alle sind Gewinner. Was habe ich schon zu verlieren? Du? Du verlierst nicht, da bin ich sicher. Und wo sind sie? In einem verlassenen Haus an der Ostküste. Wer weiß, was sie für Reichtümer in ihrem Versteck horten. Schick sie in den Hades, dann nimm alles mit, was du finden kannst. Wir werden reich! Okay. Ja, aber einen Teil dieser Reichtümer behalte ich. Das ist nicht verhandelbar. Nicht einmal eine Drachme für den Mann, der dich geschickt hat? Der Rest wird deine Schulden abbezahlen. So oder gar nicht. Oh gut, schön. Jetzt zeig diesem Fremden, was es bedeutet, Kefalenierin zu sein. Bluten oder bluten lassen. Ich finde das übrigens nicht in Ordnung, dass er sich überhaupt nicht die Finger schmutzig macht, Hände schmutzig macht, wie auch immer. Oh Leute, wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Da sehe ich mich natürlich. Was können wir denn nehmen hier? Kommen wir weiter in der Geschichte voran. Wir könnten Leute blenden. Lol, wir können kleine Schilde zerbrechen. What? Easy. Im Umgang mit Betäubungsfallen. Finde ich gut. Non-lethal approaches finde ich immer gut. Oh, ja. Nice. Betäubungspfeile. Normale Pfeile. Da sehen wir uns. Und wir kümmern uns natürlich um die schicken Gäste. So. Vermutlich Schläger des Zyklopen. Sie haben im Osten der Küste von Kolaidai angelegt. Benutzen ein verlassenes Haus. Okay. Lass uns mal eben schauen. Karte. Küste der Kolaidai. Ich vermute mal, dass wir dann hier sein? In Richtung Ithaka? Moment, da, Osten. Osten ist da vorne. Dann reiten wir einfach mal nach Osten. Na los. Tag. Nice. Da-da, da-da, da-da.
Ups. Sorry. Was denn hier? Da sind Sie und das verlassene Haus. Okay. Zwei Leute mit Schilden auf jeden Fall schon mal. Finde und töte die Neuankömmlinge. Ja, wird ja lustig. Ja. Ein bisschen Holz nehmen wir auf jeden Fall mit, denn wir haben ja auch gerade unsere Pfeile aufgefüllt. Ich glaube, wir sind etwas sehr weit oben. Wir machen nochmal einen Überflug. Da sind offensichtlich Kisten. Okay. Sind das alle? Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ich werde die Ursache finden. Hier ist überhaupt nichts. Hä? Alles klar, haben wir. Alles klar. Easy, Leute. Bist du der Zyklop? Normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen. Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Das gehört einfach dazu. Dann bist du genau die Söldnerin, nach der ich suche. Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, ehemalige, schätze ich. Also arbeitest du nicht für den Zyklopen? Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster, der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? In der Tat, ich stamme nicht von Kefalenia. Ich bin hier, weil das, wonach ich suche, hier ist. Wenn du mir folgen würdest, Cassandra... Wait, woher kennst du unseren Namen? Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Elpenor aus Kira. Und was deinen Namen angeht, ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Du weißt mehr, als du mir sagst.
Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. Das werden wir auch tun, aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, ihr seid in der nächsten Folge dabei. Und würde sagen, macht's gut, bis dahin. Haut rein.